So Leute, willkommen zurück zu Resident Evil. Im letzten Part haben wir Rebecca gerettet, ein Steinobjekt gefunden und bemerkt, dass wir hier nichts anderes mehr zu tun haben, außer in irgendwelche Löcher zu springen. Wir machen also quasi jetzt einen auf James Sunderland aus dem großartigen Silent Hill 2 und springen in Löcher. Ja, das kann er am besten. Definitiv. In irgendwelche Löcher springen, ja. Dann wollen wir mal schauen, wo uns das Loch hinführen wird, in das Chris gleich jumpen wird. Hoffen wir doch mal an einen ähnlich hübschen Ort wie Silent Hill. Aber darum geht's jetzt hier gar nicht. Wir sind hier gerade immerhin in einem alten Herrenhaus. Und haben schon so einiges gesehen. Der Ort ist ziemlich monster-clean, also überwiegend jedenfalls. Das heißt, wir können jetzt hier rein. Schön, so. Ach Gott, welcher, also ich habe zwei Orte im Kopf, die jetzt kommen könnten, und welcher von den beiden es auch ist, ich mag sie nicht. Ja. Gib her. Letztes Buch, Band 1 mitnehmen. Wie, mehr ist hier nicht? Doch. Ach Gott, nein, es ist das. Ich habe das Farbband nicht abgelegt, ich dumpfbackiger, volldeppiger Spackenidiot. Ah. Gut, dann machen wir jetzt erstmal das Buch auf, um zu sehen, dass hier ein neues Medaillon drin ist. Es war eine Medaille im Buch versteckt. Ich weiß nicht, ob es noch ein Bronze-Ding gibt oder nicht. Gefunden im letzten Buch, Band 1. Verdammt. 29. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor auf den großen Glasgefäßen. Voll Formaldehyd, keine Ahnung, was das ist. Und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen. Aber der vertraute, hochkantigen Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinne. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz und ich musste es genauer sehen. Ein Grab und tief in den Stein gemeißelt mein Name, George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica. Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Puh, mein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Und hier hat er sein Buch hinterlassen. Waha. Diese Geschichte der Trevors. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber das ist für mich das Atmosphärischste an dem Spiel. Hm? Okay, hab mich verguckt. Die Geschichte der Trevors, ja. Eieiei. Dann wollen wir mal runtergehen. Oh Gott, ich sehe fast nichts. Ach Gott, dann kommen wir jetzt ja schon hier raus. Wow. Stellt euch mal vor, ihr geht in euren Keller und seht sowas. Okay, die kriege ich mit den Pistolen gut kaputt. Dann kann ich Shotgun-Munition für die Hunter sparen. Weil die schneller sind. Und das ist mir lieber. Liegt hier nur irgendwas? Also hier liegt noch eine ganze Menge. Ich glaube, hier lag auch eine Batterie für den Fahrstuhl. Wow, wow, wow! Scheiße! Sorry! Ich wusste nicht, dass sie das können!
Wirf doch! Bist du blöd, Chris? Ja, so ist cool. Boah, durch die Zähne an. Wow, er hat Schaden gemacht. Scheiße. Ich bin gerade... Boah. Okay, darf ich mal vorstellen, das war gekonnt. Munition verballert. Und zwar nicht zu knapp. Oh Gott, ey. Alles, was ich unten finde, kann ich gar nicht mitnehmen. Bis auf Munition halt, weil... Ist so. Gott. Dumm, Chris. Dumm. Und damit meine ich jetzt nicht Chris, sondern mich wirklich selber. Chris. Hätte ich fast übersehen. Ja, das war ja noch nötig, dass wir jetzt hier noch eine Karte für finden. Mann. Jag mir nicht so einen Schrecken ein, ey. Gut, jedenfalls ist der Raum schon mal clean. Ich hab geschrien. Es hat 20 Parts gedauert, okay? Ihr könnt mir nichts vorwerfen. Es war nicht so schnell wie bei Dead Space. Ein Zombie? Das ist ein Zombie. Ach Gott, Mademoiselle. Aber der kommt jetzt hier hin gleich, so ganz langsam. Na komm, auf den Kopf. Ah, gut. Oh Gott, da ist ja noch einer. Greif meinen Fuß, Kollege. Grab my feet. Und mein Fuß. Oh Gott, dann lass mich mal kurz weg. Nein! Wow! Aber ich möchte nicht, dass der aufsteht, ehrlich gesagt. Der soll mich mal beißen. Hier, nimm eine Granate einfach. Hehehe. Gut, so, gut, hätten wir das geklärt? Ah, Mann, ey. Weil, ja, ich weiß nicht, ob ich hier nochmal hin muss, deswegen... Und ich bin ja lieber etwas cleaner, was die Zombies angeht. Deswegen lieber gleich so. Gut. Was ist hier? Will ich das wissen? Ich glaube, hier war der Stromkasten. Ja. Warte, hier müssen wir das einsetzen. Aber wo ist die Batterie dazu? Das war's schon? Okay, dann ist ja doch kein Stromkasten. Ich habe nichts gesagt. Ich meine aber, hier wäre noch... Irgendwo in dem Spiel gibt es auf jeden Fall noch einen Stromkasten. Naja, ich muss ja sowieso nochmal hier hin. Weil ich jetzt vor allem A, Heilung brauche. Und B, ja, das war tatsächlich so verschlossen. Oh Gott, warte, lag in dem Keller nicht ein Zombie? Scheinbar nicht. Ich brauche aber nochmal eine Kiste. Wäre nett. Weil Inventar ist voll. Ich guck mal, ob der Fahrstuhl jetzt wieder gehen würde. Bäh. Gott, den Typ habe ich schon voll vergessen. Und, funktioniert er? Nee. Also ja, er funktioniert, aber... I don't wanna use it. So. Gut, erstmal nach oben zu einer Kiste. Wappen weglegen, heilen. Und noch irgendwas anderes Lustiges machen. Funktioniert der? Auch von hier? Ah, okay. Die. Stirb! Oh, hör auf! Gott!
Ich sehe nichts. Deswegen sollte ich mit der Schrotwaffe rumlaufen. Was ist das für eine Tür? Wo ist der gerade rausgekommen? Ach, der Raum. Kacktyp. Oh, die Hunter, ey. Die machen alles schlimmer. Alles, was schön ist, machen die Hunter scheiße. Das ist eine richtige Partycrasher. Also nicht scheiße, aber halt schlimmer. Ist ja immer noch super, das Spiel. Deswegen, ich finde das ja, das ist ja gerade das Tolle. Mann, ey. Sollte man mal einladen zu irgendeiner Party. Ein Hunter als Partycrasher. Danach ist zwar nicht mehr viel Party übrig, die man crashen könnte, aber so der Hauptgedanke halt, ne? Was nehme ich denn? Nehme ich mal ein fettes grünes Krautgemix. So. Und irgendwelche Items, die wir mitnehmen können? Nee, umso mehr Platz wir jetzt haben, umso besser. Denn wir werden bestimmt noch ein paar finden. Vor allem, weil ich jetzt erstmal wieder in den Keller zurückgehe, um die liegen gelassenen Items mitzunehmen. So, und ich sag's euch, ne? Irgendwann haben die Hunter hier so viele Türen kaputt gemacht, dass einfach jede Etage als ein einzelner Raum gilt. Und spätestens dann heißt es, oh fuck, why? So. Zurück, back in the Keller. Nicht to the future, sondern in the Keller. Das ist sowas ähnliches. Gut. Und langsam möchte ich mal nochmal anmerken, ich möchte langsam mal anmerken, dass die Munition relativ knapp wird. Also wir hatten schon mal mehr von allem. Nicht gut. Gut, ich habe jetzt auch ein paar Mal echt beschissen gezielt, aber und das muss er erstmal schaffen, weil ich meine, das Spiel hat eine automatische Zielfunktion. Aber ihr wisst, was ich meine. Deswegen, ja. Nicht besonders toll. Egal, hier lagen auf jeden Fall noch Kräuter und ich bin immer noch darüber verwirrt, dass hier kein Stromkasten lag. Oder ich habe ihn einfach nur übersehen. Jetzt, seht ihr genau, und jetzt hätte ich hier nochmal zurückgemusst und wer weiß, vielleicht werden die jetzt schon mutiert. Deswegen besser eine Granate verbrauchen. Damit fährt man besser. So, das blaue Kraut, das sieht so hübsch aus. Das ist so ein richtig schönes Blau, finde ich. Natürlich lässt sich das nicht kombinieren. Ich dachte, das lässt sich kombinieren. Und hier liegt auch noch was. Was denn? Und wo? Und warum? Ich renne jetzt hier A drücken, hämmern durch. Stimmt hier irgendwo. Habe ich es übersehen. Ja, ja, ich weiß. Darum geht's ja auch gar nicht. Sag mal, blöd? Wo liegt denn hier noch was? Mhm. Da am Rand. Da drauf vielleicht. Dahinter. Daneben. Da liegt was. Ein Magazin. Jo, das ist nett. Das kann man immer brauchen. Gut, so. Bitte, warte, ich glaube, ich nehme jetzt einfach den scheiß Fahrstuhl und fahre dahin, weil ich will jetzt nicht nochmal zurückrennen, die scheiß Kräuter da ablegen. Dann gehe ich lieber... Moment, dann gehe ich lieber da an die Etage und gehe dann einfach nochmal runter und zurück. Weil wenn die Tür offen ist, dann wird sie ja sich nicht nochmal schließen, denke ich. Außer es ist wieder so eine Tür, die Wesker dann erstmal reparieren darf. Eine der wenigen Zombies, die nicht aufstehen da. Das ist... Ja, habe ich gesagt, oder? Achso, gut, okay. Da kommt er ja schon. Ja, sehr gut. Ich glaube, das war einer der Räume, wo wir jetzt hinkommen, wo sogar normale Zombies, also wie die, die wir gerade eben gesehen haben, kommen. Erstaunlich.
Ja, ich hör sie schon schmatzen. Oh Gott. Da ist er ja. Hi. Nein, ich hoffe, er lebt noch. Steh auf. Oh, er steht auf. Cool. Ha, erwischt. Oh Gott, der hat mich gerade noch gegriffen, während sein Kopf kaputt gegangen ist. Hi. Nein, verdammt. Ach, warte, ich habe noch Granaten, ne? Ja gut, dann. Du stehst auch nicht nochmal auf. So. Hätten wir das auch geklärt. Items. Hier liegen. Wow, viel zu viele Kräuter schon wieder. Kann doch kein Mensch alles zu sich nehmen. Ich bin viel zu gründlich, ich sag's doch. Gut, können wir die Tür jetzt aufschließen? Wäre nett. Ach, die wird sich gar nicht mehr öffnen. Ja, dann zeige ich dir das auch auf die Karte ein. Danke. Da unten geht's noch lang. Und zwar noch in einen kleinen Nebenraum. Wo war der denn jetzt? Ah, direkt da. Warte, dann geht's hier auch noch lang. Ah. I see. Dann mach jetzt mal die Tür auf. So, damit wir wieder schön gleich analysieren können, was wir alles brauchen an Zeug. Gada bum bam bum, gada bum bam bum, gada bum bam bum ba bum. Schön. Immer gern gesehen. So, was war das hier für ein Raum? Ah, da lag der Stromkasten, den ich nicht tragen kann. Und da unten lag noch Granaten. Eine Granate. Pardon. So. Gut, das heißt, da lagen vier Kräuter, da liegt ein dicker, fetter Stromkasten. kurz überlegen. Ja, gut, vier Itemplätze, ne? Da muss ich nicht lange überlegen, die wir jetzt brauchen. Weil, ihr kennt mich ja, das möchte ich und muss ich, glaube ich, sogar mitnehmen. Ach ja. Jetzt weiß ich auch, wie. Jetzt habe ich. Jetzt, liebe Freunde, jetzt habe ich die Reihenfolge der begehenden Ortschaften auch wieder auf dem Schirm. Na komm. Geh ich einmal durch. War da gerade was? Ich glaube, ich habe mich gerade vor meinen eigenen Schatten erschrocken. Wie ich das immer so gerne tue. So. Einmal bitte aufmachen. Dankeschön. Danke, Chris. Du bist ein ganz lieber Brötchenverkäufer. So, bitte keine Türen wieder vergrößern hier. Wir haben schon zu viele Löcher, die ja durch euch entstanden sind, ihr verdammten Hunter-Hunter-Typen. Kling. So. Geh weg mit dem ganzen Kram hier. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, jetzt bin ich mutig, ich weiß. Aber ich muss sicher gehen, dass ich auch wirklich alles mitnehmen kann, was da oben jetzt liegt. Weil nachher muss ich den Weg nochmal dreimal laufen. Und das möchte ich doch tunlichst vermeiden, bevor wir dann uns in der nächsten Folge ins nächste Gebiet begeben. Wo wir nämlich schon bald hin können, ja. Also eigentlich jetzt, wenn ich den Stromkasten mitgenommen habe. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Innenhofgarten. Da war nämlich der falsche Raum. Also nicht, da war nicht im Innenraum, Hofgarten, das jetzt hier gerade war der falsche Raum. Moment. Ach so, da oben. Ja, ist ja gut. Da war nämlich ein Fahrstuhl, der kaputt war. Und da können wir mit dem Fahrstuhl, mit dem Stromkasten dann epische Sachen machen und so weiter und so fort. Alles total tricky. Das Haus ist jetzt auf jeden Fall ziemlich komplett, meine ich. Bis auf dieser eine einzige Raum unten. Und dann haben wir bald hier jedes verdammte Item. Ist das nicht toll? So. Bitte sag mir, dass hier nur der Stromkasten drin ist. Also gut, wäre auch nicht schlimm, wenn noch mehr da drin ist. Ich meine, ich habe jetzt fünf Plätze frei. Sollte ja wohl Platz sein.
in deinem begrenzten Inventar, lieber Chris. Chris, danke. Nein, hier liegt noch was. Scheiße. Wo denn, bitte? Hm? Ach, da. Magnum-Munition. Ja, gut. Okay. In dem Raum liegen jetzt noch drei Kräuter und ich hoffe auch, dass das dann alle gewesen sind. Also alle Items. Und so. Gib mir Items. Das war hier. Plack. So. Eins. Zwei. Und drei. Schön. Yay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war Resident Evil für heute. Wir sehen uns im nächsten Part auf dem Weg in die... Ich hätte schon fast verraten, wohin. Ihr werdet sehen, wohin. Bis dann. Ciao.